MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer mit einer neuen Folge vom Let's Play Ultimate Team. Und seit der letzten Folge gibt es eine riesengroße Veränderung, nämlich der Haxen hat jetzt endlich mal die Next Generation Konsole. Ich habe mir die Xbox One endlich mal besorgen können, hat ganz, ganz gut geklappt zum Glück. Ich habe sie jetzt auch schon zu Hause. Warum kommt dann im Moment eigentlich noch aktuelle Xbox 360 FIFA 14 Version auf meinem Kanal? Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich mein aktuelles Aufnahmegerät unterstützt leider nicht die Xbox One. Das heißt für euch da draußen, ihr müsst euch leider noch gedulden, bis ich die Elgato Game Capture HD mir besorgt habe, denn mit diesem Aufnahmegerät kann ich dann die Xbox One aufnehmen und bis dahin gibt es sowieso leider nur noch Xbox 360 Gameplay. Dann noch vorher zur Erinnerung, falls manche Leute das noch nicht mitbekommen haben. Ich werde nur noch diese Woche, also heute haben wir den 11. Dezember, Mittwoch 11. Dezember, Videos bringen. Ich versuche von heute bis Freitag jeden Tag noch ein Video rauszuhauen. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich natürlich sehr, sehr Bock habe auf die Xbox One und da geht natürlich auch sehr viel Zeit flöten, wenn ich da mit der Xbox One zocke, weil es ist einfach sowas von geil. Also der Unterschied jetzt speziell bei FIFA ist riesig, wirklich riesig. Also es ist ein komplett anderes Spiel, das Gameplay ist komplett anders. Und jetzt weiche ich ganz vom Thema ab. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich werde nur noch diese Woche Videos bringen und dann ist für mich erstmal Schluss für dieses Jahr. Die meisten werden das noch vom letzten Jahr kennen. Das mache ich jedes Jahr um die Weihnachtszeit. Da mache ich dann für mich persönlich ein bisschen Urlaub, sage ich mal. Und werde dann aber, das ist die positive Nachricht, im nächsten Jahr, ich versuche gleich in der ersten Januarwoche, das ist aber nur ein Versuch, Leute. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das klappt. Versuche ich dann die Elgato Game Capture bei mir zu Hause zu haben und dann geht's auf meinem Kanal auch endlich los mit Next Generation FIFA 14. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall aufs neue Jahr freuen. Jetzt, was machen wir heute in der Folge? Ihr habt schon gesehen im Hintergrund, ich habe das Finale im Goldpokal, im Champions Shield, glaube ich heißt er, gestartet mit dem Belgien-Team, was wir ja in der letzten Folge zusammengebastelt haben. Ich habe mit dem Team jetzt, glaube ich, 5 Spiele privat gemacht. Und geht ganz gut ab eigentlich das Team. Fellaini, wie ich befürchtet habe, ist auf dem rechten ZM da nicht so ideal. Aber man wird sehen, wie er sich in diesem jetzigen Match schlagen wird. Nochmal zurück zur Xbox One. Es ist wirklich, Leute, es ist genial. Also die Grafik, also das ist natürlich das, was sofort ins Auge sticht. Nicht nur FIFA, auch Battlefield 4, das sieht wahnsinnig gut aus. FIFA 14, diese ganzen speziellen neuen Animationen und alles, das ist so geil, das ist richtig realistisch geworden. Einziger Nachteil für mich jetzt persönlich ist, dass das Gameplay auch wirklich komplett anders ist. Das heißt, ich muss mich sowieso erst dran gewöhnen, bis ich mein Leistungsniveau, meine Fähigkeiten, sag ich mal, zeigen kann. Und da bin ich momentan noch so am Einspielen. Was habe ich jetzt bis jetzt gemacht? Oh, Delat. Boah, gleich mal eine erste Chance hier am Anfang. Was habe ich bis jetzt bei der FIFA 14 Xbox One Version gemacht? Vielleicht 5-6 Online-Matches insgesamt gemacht. Und ja, davon habe ich zwar 50% gewonnen, aber ja, geht natürlich eigentlich noch ein bisschen mehr. Aber es ist einfach komplett anders und da muss ich mich erst noch reinfuchsen. Aber wenn ich mich da reingefuchst habe und wirklich da auch meinen Spielstil umsetzen kann, wie ich ihn immer so habe, dann könnte FIFA 14 Xbox One oder Next Generation einfach richtig krank werden. Also es ist richtig geil geworden. Ich habe gerade vor einer halben Stunde noch die Xbox One Version gezockt und ich spiele jetzt gerade ja die normale Version, sag ich mal. Und das ist so krass, also ich bin schon jetzt nicht mehr gewohnt, hier diese Version zu spielen, weil der Unterschied einfach so gewaltig ist, ja. Und ich hätte niemals geglaubt, dass der Unterschied wirklich so krank ist. Aber er ist wirklich enorm, aber ich wiederhole mich. Also es lohnt sich, falls da draußen noch Leute gibt, die sich noch nicht sicher sind wegen der Next Generation. Es lohnt sich so sehr. Auch Battlefield, das ist einfach eine Augenweide alles. Und naja, jetzt genug geschwärmt, konzentrieren wir uns mal wieder hier auf das Goldpokalfinale. Ich habe es ja leider immer noch nicht geschafft, in einem Video da den Pott zu holen. Jetzt De Bruyne. Ich habe aber ein gutes Gefühl, dass es jetzt in dieser Folge klappen könnte. Das wäre das erste Mal seit
Ja, seit immer, also das erste Mal überhaupt. So, Mirayas. Ah, schade. Naja, wir schauen jetzt mal, was da geht. Ah, Mertens im Abseits. Ja, schade. Wäre nämlich gar nicht mal so schlecht gewesen, diese Flanke von Fellaini. Was kann ich noch so erzählen? Ah, nee. Nein, ein Angriff reicht schon wieder aus und Benzema macht das 1:0. Schade, hä, das gibt's doch nicht. Das liegt aber auch daran, weil ich jetzt nebenbei sehr, sehr viel rede und mich auch sehr konzentrieren muss, was ich erzähle, was es noch so gibt zu erzählen. Genau, ja, jetzt würde ich aber sagen, sind wir mal ein bisschen ruhiger und konzentrieren uns auf das Finale, weil das möchte ich natürlich gewinnen. Ja, mit so einem Pass gewinne ich das aber nicht. So, jetzt Mertens. Schauen wir mal. Ah. Ja, Kompany macht es schon. Kompany ist echt gut. Das kann ich schon mal sagen zu dem Team. Kompany ist genauso, wie man eigentlich erwartet bei seiner Karte. Er ist wirklich ein Monster in der Verteidigung. Der Angriff ist auch okay. Ich finde Mertens nur ein bisschen schlecht, sag ich mal. Ja, schlecht nicht, aber er ist nicht so gut geeignet für meinen Spielstil. Ich mache halt auch viel auf Ball. Oh Gott. Ah, okay, kommt noch an. Renn. Jawohl. Ich mache halt auch viel mit, Ball halten und so. Und da ist Mertens einfach überhaupt nicht geeignet, weil er halt sehr, sehr klein ist. Nee, jetzt kommt Lukas hier mit Pace. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Was ist denn das immer? Diese Konter sind auch so effektiv. Da, ja, ich bin hier voll am Drücker gewesen und er führt 2:0. Das kann ja nicht wahr sein. Was ist denn das für ein blöder Fluch auf meinem Kanal? Wegen diesem scheiß Goldpokal. Ich gewinne den einfach nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Naja, noch läuft das Spiel ja, aber die Moral ist natürlich schon wieder sehr, sehr geknickt. Wie kriegt denn der jetzt den Ball da? Okay. Naja, mal schauen, mal schauen. Naja, also irgendwie jetzt dominiert er. Ja, das taugt gar nicht. Und ich bin jetzt auch gerade irgendwie richtig angepisst. Oh mein Gott. Jetzt bin ich auch noch im Pech. Jetzt habe ich extra nochmal rübergepasst, dass der Ball richtig perfekt reingeht, aber Benteke hat da irgendwie sehr, sehr schlecht abgeschlossen. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Ah, okay. Nee, das gibt's doch nicht. Es hätte jetzt hier 2:1 stehen müssen. Okay, das war mein Fehler. Was macht denn Fellaini jetzt? Nein. Ja, so, das ärgert mich natürlich jetzt richtig, weil das Tor wäre sehr wichtig gewesen, auch für die Moral natürlich. Aber es ist auch sehr ungewohnt, jetzt wieder auf der 360 zu spielen, das muss ich auch sagen. Aber irgendwie wird man das schon hinkriegen, denke ich. Sauber, 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 De Bruyne. Wo flankst du hin, Alter? Wo flankst du hin, De Bruyne? Ja. Momentan geht offensiv irgendwie nicht viel. Die Großchance vorhin hätte ich nutzen müssen. Ja gut, da konnte ich jetzt nicht viel dafür. Ich habe ja sogar auf Nummer sicher gesweatet, sag ich mal. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Verdammt nochmal, ey. Ich will endlich diesen scheiß Goldpokal in einem Video gewinnen. Das ist doch nicht normal. Wieso gewinne ich ihn immer offline? Oder halt immer nicht, aber wieso gewinne ich ihn offline so oft? Aber online, was heißt online? Also außerhalb von Videos so oft und in Videos immer so selten. Ah. Ja, Mertens im Kopfballduell, der gewinnt da natürlich nicht. Oh, er hat sogar den Kopfball gewonnen. Das Kopfballduell gewonnen, okay.
Sonst wäre es hier ja Ecke. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel auch jetzt gerade irgendwie nicht so toll. Weiß nicht, voll die komischen Aktionen. Offensiv, okay, Halbzeit. Ja, 2:0 für den Gegner. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis so in Ordnung geht. Er hat, glaube ich, nur 2 Torschüsse. Ne, 3, okay, ich habe auch nur 1. Ja, gut, ich darf mich nicht beschweren. Wenn ich solche Chancen nicht nutze mit Benteke, dann bin ich im Endeffekt ja auch selbst schuld. Ja, aber es ärgert halt richtig. Aber noch läuft das Match. Ich habe ja auch schon sehr gute Aktionen offensiv gehabt. Zum Beispiel so eine schöne Flanke. Naja, da weiß auch nicht, da konnte Miraias den Ball nicht richtig kontrollieren. Ja, jetzt Lukas gegen Kompany. Da hat natürlich Kompany fast gar keine Chance. Flanke und Tor, oder? Nee, nicht mal, okay. Ich habe schon gedacht, wieder so ein Kopfballtor. Naja, ich riskiere es jetzt und mache jetzt alles oder nichts. Jetzt schauen wir mal. Benteke. Jawohl, Benteke macht den Anschlusstreffer in der 51. Minute. Schön gepasst. Ich weiß gar nicht, Mertens war es, glaube ich. Ja, ja, Mertens. Ein schöner Pass. Und dann Benteke mit links. Ja, jetzt geht wieder was. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, hinten auch ein bisschen aufzupassen, dass er nicht jetzt hier noch ein Tor macht, weil dann wäre es, glaube ich, vorbei. Jetzt muss ich das Momentum quasi nutzen. Komm, Van Damme. Ah. Van Damme, zupf dich durch. Van Damme gefällt mir auch sehr gut. Bin sehr überrascht, positiv überrascht, dass er so überzeugt in dem Team. Okay, zum Glück hat diese Flanke nichts gebracht vom Gegner. Ja, also noch ist was möglich. Das wäre eine Sensation, wenn ich mal in dem Video den Pokal holen würde. So, schöne Kombination. Jetzt Mertens hat mal sehr viel Platz. Aber ich sehe schon wieder Thiago Silva anrennen. Ah, David Luiz hat da leider die bessere Position gehabt für den Kopfball als Benteke. So, diesen Pass habe ich natürlich erahnt, aber ich komme trotzdem nicht hinterher. Geh weg bitte, ey. Jawohl, Van Damme. 86 Kopfball ist natürlich auch sehr wichtig in der Verteidigung, dass man da Kopfballstarke hat. Ah, abseits, verdammt. Da hätte ich früher flanken sollen. Ich wusste ganz genau, dass ich jetzt auf De Bruyne flanken will, aber habe zu lange gewartet. So. Jetzt Benteke. Oh, schon wieder abseits, verdammt. Das war aber wirklich knapp, glaube ich. So, ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Ich will das Ding hier noch reißen. Oh mein Gott, was war das? Marcelo, jawohl, läuft ins Aus. Sehr geil. Nainggolan, der ist auch nicht schlecht in diesem Team. Ah, oh, wenn der Pass angekommen wäre, hätte Mertens so viel Platz gehabt. Nein! Thiago Silva. Jawohl, Vertonghen. Sehr gute Grätsche. Ah, er macht es echt gar nicht mal so schlecht. Er bleibt jetzt auch ziemlich ruhig. Das macht mir das natürlich dann auch sehr schwer, den Ball abzunehmen. Jawohl, wieder Vertonghen. Auch wieder eine richtig gute Grätsche. Gefällt mir sehr gut, Vertonghen. Ah, das war schlecht, ey. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen zu kombinieren. Hohe Bälle, dann Steilpässe, Flanken, Pässe, Schüsse. Also ich versuche hier echt alles rauszuholen, was ich kann. Aber er verteidigt ja auch wirklich nicht schlecht. Jetzt Fellaini. Meine Fresse, was sind das für Ballannahmen?
Nein! Nengolan? Na, ah, da wollte ich es irgendwie zu schön machen wieder, ey. Wollte ich noch ein Roulette reinhauen, aber das hat gar nichts gebracht. Naja, schauen wir mal, was hier noch geht. Perfekte Ballannahme von Van Damme, ich glaub's nicht. Vorhin habe ich ihn doch noch so schön gelobt. Und jetzt verkackt er diese Annahme. Und ist vielleicht der Schuldige für ein Gegentor, wer weiß. Zum Glück nicht. So, Kontermöglichkeit, aber es ist irgendwie keiner vorne. Nengolan. Oh Mann, ey. Van Damme wieder, sehr gut. Benteke jetzt mal. What the fuck? Wo hat Benteke jetzt hingeflankt? Da wollte ich nicht hin. Ja, oh, jetzt schießt Nengolan mit links. Sehr kurios. Sauber, Company. Aber was für ein schlechter Pass. Kein Problem für Vertonghen, ich hoffe. Jawohl, sehr gut. Jetzt De Bruyne. Aber jetzt hat Miralas mal Platz. Aber irgendwie will es nicht klappen momentan. Schade. Das war ein schöner Pass. Aber zum Glück ist meine Verteidigung da. Jetzt steht er wieder im Abseits, oder? Ja. Warum stehen die denn so häufig im Abseits? Sind die eigentlich dumm oder so? Bei fast jeder Umschaltbewegung von mir steht ein Angreifer mindestens im Abseits. Haben die so eine schlechte Übersicht oder wie? Naja, nicht so sehr aufregen. Oh mein Gott. Was sind das für komische Ballannahmen momentan? 90. Minute, ja. Ich glaube, ich muss es wieder einmal in einem Video sagen. Es wird wohl wahrscheinlich wieder nichts mit einem Goldpokal in einem Video. Ja, so ist es leider. Wieder verloren im Finale. Ich bin der Meinung, eine Verlängerung hätte es auf jeden Fall geben müssen. Ich hatte sehr, sehr gute Chancen. Der Gegner hat dann in der zweiten Halbzeit, soweit ich weiß, fast gar nichts mehr gerissen. Ja, aber so ist es. Und die Niederlage steht fest im Finale. War zwar trotzdem ein sehr schön ausgeglichenes Match, wie ich finde. Und genau deshalb bin ich ja der Meinung, es hätte hier auf jeden Fall Verlängerung geben sollen. Aber die gibt's nicht, die gab's nicht und es gibt auch leider keinen Pokal wieder mal für mich. Das ist sehr ärgerlich, ey. Naja, aber ich bin davon überzeugt, dass es während der FIFA 14 Zeit auf jeden Fall mal klappt, in einem Video einen Pokal zu holen. Genau. So, und jetzt nochmal zusammenfassend die ganzen Informationen, die ich euch heute gegeben habe. Also, erstens, ich habe ja die Xbox One jetzt, das bedeutet für euch, ab nächstes Jahr, also ab Januar, dann Next Generation Gameplay auf meinem Kanal. Und heute das Video wird eins der letzten sein für dieses Jahr. Und dann aber auch eins der letzten Videos überhaupt auf der Xbox 360. Denn dann geht's ja im neuen Jahr los mit der Next Generation. Und ich schau mal, wie viele Videos ich diese Woche noch bringe. Ja, theoretisch müsste ich schaffen, Donnerstag und Freitag noch ein Video raushauen. Und dann ist halt erstmal eine Pause angesagt. Ja gut, das sind ja eigentlich schon die ganzen Informationen gewesen, die ich euch vorhin auch am Anfang mitteilen wollte. Und ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Leider wieder nicht geklappt, ey. Das gibt's doch nicht. Naja, ich hoffe trotzdem, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie euch denn gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das freut mich immer sehr, sehr stark. Und ich melde mich dann die Tage wieder. Ich hoffe natürlich, dass ich gleich morgen ein Video raushauen kann. Ich muss schauen, wie ich das zeitlich schaffe. Aber eigentlich dürfte da nichts im Wege stehen. Aber versprechen will ich auch nichts.
Lasst euch überraschen, Leute. Seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Haxenbeier.